Herr Covelli, das Spiel scheint Sie heute emotional sehr mitgenommen zu haben. Können Sie da mehr dazu sagen? Ja, das ist richtig, weil meine Mannschaft hat gefightet. Aber ich hatte schon das Gefühl, dass wir eben auch gegen das Schiedsrichtergespann heute ein bisschen anlaufen, weil es waren viele Entscheidungen, die nicht unbedingt zu unseren Gunsten entschieden worden sind, wo man es soweit noch akzeptieren kann. Aber wenn wir dann relativ schnell gelbe Karten bekommen, wo ich nicht nachvollziehen kann, wie gesagt, bei einer Situation im Strafraum, wo mein Spieler aus meiner Sicht gezogen wird, fällt, ja, wenn das schon nicht als Elfmeter gibt, dann muss es wenigstens weiterlaufen lassen und mein Spieler mit Gelb bestraft. In der zweiten Halbzeit war die identische Situation, wenn er der Meinung ist, es war kein Elfmeter, akzeptieren wir es. Aber dann darüber hinaus auch noch dem Spieler die gelbe Karte zu geben, da muss ich seiner Sache schon sehr, sehr sicher sein. Und mich hat er im Prinzip eben auch hinter die Bande verwiesen, obwohl ich mich um einen am Boden verletzten Spieler gekümmert habe und er sagt, ich habe hier nichts verloren. Das treibt mir dann schon ein bisschen die Zornesröte ins Gesicht. Sie haben es angesprochen, es gab eine Verletzung, die nicht jeden Tag auf dem Platz passiert. Können Sie mehr dazu sagen, was da geschehen ist und wie es dem Spieler geht? Situation war so, Laufduell um den Ball. Mein Spieler bekommt mit dem Oberkörper einen Schubser, was normaler Zweikampf ist. Und beim Landen verdreht er sich dabei das Knie. Wie es ihm jetzt geht, natürlich nicht gut. Wir hoffen, dass die Verletzung nicht so schwerwiegend ist. Verdacht, wie gesagt, besteht auf Kreuzbandriss. Wir hoffen, dass da nichts Gravierendes ist, sondern eben auch nur der Schmerz größer war, wie tatsächlich dann die Verletzung. Wie bewerten Sie diese Begegnung sportlich? Ja, sportlich denke ich, das war bis zur 45. Minute ein Spiel auf Augenhöhe. KC hat versucht, bei uns vorne reinzukommen, haben sie nicht geschafft. Wir haben es eigentlich ganz gut hinbekommen. Hatten selber zwei Möglichkeiten, wo einmal am Tor knapp vorbeigehen Schuss und einmal, wie gesagt, ein Zickzackball, der abgefälscht wurde und dann tatsächlich beim Tor den Arm landet. Wir hatten gerade 0-1 in Rückstand und zweite Halbzeit war es dann schon so, dass der KC mehr Räume bekommen hat, Konterchancen bekommen, wir mussten mehr Risiko gehen. KSC hätte die Chancen genutzt, wir haben sie leider nicht für uns nutzen können. Deswegen unterm Strich ist der Sieg dann eben auch verdient, weil der KSC einfach vorm Tor effektiver war. Der Klassenerhalt ist zwar noch nicht unter Dach und Fach, aber scheint doch im Grunde sicher zu sein. Wie sehen Sie es? Und ich habe den Eindruck, dass Sie höhere Ansprüche an sich und Ihre Mannschaft haben als nur den Klassenerhalt. Nein, da muss ich Ihnen widersprechen in zwei Dingen. Zum einen ist der Klassenerhalt noch nicht sicher. Wir haben 37 Punkte. Wir wissen, dass wir 43 Punkte brauchen. Aber wir sind insofern auch zuversichtlich, dass wir wissen, in den verbleibenden 7 Spielen diese 6 Punkte noch einzufahren. Deswegen sind wir absolut im Soll. Und das Gute ist, dass die Mannschaft eigentlich aus jeder Niederlage sich hat nie so umwerfen lassen, dass uns mal 4, 5 Niederlagen im Stück begleitet haben, sondern immer wieder mal die richtige Reaktion kam. Und ich bin auch überzeugt, dass wir auch nach diesem Spiel die richtige Reaktion wieder zeigen werden. Und deswegen versuchen wir, unser Ziel zu erreichen. Noch haben wir es nicht, deswegen werden wir uns dann nicht zurücklehnen. Und wenn wir das dann haben, erst dann werden wir uns zurücklehnen. Was können Sie uns zum nächsten Spiel, das ist Freiburg 2, sagen? Gut, im Endeffekt gehen wir da ohne große Erwartungen hin. Wir wissen, jeder Punkt, den wir gegen Freiburg ergattern, ist ein Zusatzpunkt, ist nicht eingeplant. Wir werden uns, wie gesagt, mit aller Macht dagegen stemmen und schauen, dass wir einen Punkt oder vielleicht einen Dreier da behalten, dass die Trauben da sehr, sehr hoch hängen, das wissen wir. Aber nichtsdestotrotz werden wir auch da alles in die Waagschale werfen, um den Freiburger das Leben sehr, sehr schwer zu machen. Und wenn wir einen Punkt holen sollten, dann wissen wir, dann haben wir wieder einen Zusatzpunkt, der uns ein Stückchen weiterbringt. Herr Covelli, dann danke ich Ihnen vielmals für das Interview und wünsche Ihnen noch viel Erfolg. Dankeschön, Ihnen auch.